Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Barojax. Und wir spielen Overwatch, wollte ich jetzt gerade sagen. Wir haben gerade in der Pause drüber gesprochen, aber nein, das ist Mirror's Edge Catalyst. Ja, Pass auf hinter dir! ja, was? Hä? Dachte, Dinges kommt an. Aber naja, Oscar oder. Nee, wie heißt nochmal der Affe? Der Riesenaffe? Der Winston. Winston, genau. Oscar. Oscar. Wie kommst du denn auf Oscar? Ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es keinen Char, der irgendwie ein. Ich mag. Ah, weil ich Dark Souls jetzt spiele und da gibt es ja den Oscar von Astora, der dir ganz am Anfang ja das. Oh, hier kann ich gar nicht hoch. Der dir ja am Anfang aus diesem Asylum halt befreit. Okay. Also aus der. Aus der also dieser. Ja. Aus dem Gefängnis da. Okay. Untotengefängnis. Deshalb komme ich auch aus So. der. Ja, wir wollten eigentlich die Mission machen, aber wir haben noch etwas entdeckt. Ja, in der letzten Folge. Kann man Also. da nicht einfach so. Und da Jason das entdeckt hat, darf Jason jetzt auch in der Folge. Oh, Entschuldigung. Yay! Ich freue mich. Moment. Ja. Da komme ich irgendwie hoch. Und Zack. da Artax das entdeckt hat, darf auch Artax das machen. Ja. Ah. Tada. Oh, weißt du, was du gerade eben gar nicht getestet hast? Was? Ah, so. Miau. Miau, no man. Miau. Okay. Also, was ist los? Hab gehört, du bist Gabriel Kruger begegnet. Sowas in der Art. Okay, hör zu. Krugersec hat angekündigt, härter gegen die Runner vorzugehen. Und sie stellen überall in der Stadt diese riesigen Antennen auf. Man sollte ihnen einen Denkzettel verpassen. Ganz meine Meinung. Ich denke, Krugersec wäre nicht erfreut, wenn jemand diese Antennen zerstört. Und jemand, meinst du wohl mich? Hey, ich würde es selbst machen, aber du kannst einfach besser kämpfen, Faith. Na schön. Aber halt Noah aus der Sache raus, ja? Schon klar. Ich halte von hier aus Ausschau. Das ist natürlich interessant, weil wahrscheinlich sind das dann die Tür, sind das dann die Türme, um unsere Schnellreise Ja, ich musste gerade zu so freizuschalten. instinktiv direkt an Far Cry 3 denken. Das sind jetzt quasi die Funktürme sind, die man immer. Ah. Mach hier noch einer? Oh, Ja, da zwei. waren wir. Du kriegst das im Radar angezeigt, was um den Punkt sind. Da sind noch zwei links. Ja. Schau. Oh. Komm Deine rum. Balken sind rot. Also zur Info. Da ist noch einer auf dem Fernkampf, da links oben auf dem Gebäude. Ja. Bam. Butz in die fiese Schnauze. Ich bin immer noch ein bisschen fasziniert, dass Bam. irgendwie anscheinend die Logitech-Software auf die Schläge reagiert und die bei Treffern, also wenn wir Treffer kassieren, oder eher gesagt die gute Faith, blinkt die. Ja, Sehr interessant. Und da will ich meinen Arm aber nicht reinstecken. Ja. Ab. Aber wahrscheinlich ist es auch nur ein Design-Ding. In Wirklichkeit sind das einfach. Bringen diese drehenden Dinge eigentlich nicht. Toll. Ach, da lang muss ich laufen. Wo lang muss ich laufen? Oh Gott. Du hast jetzt so Stern. Weißt du, wie bei. Ja. Wie bei GTA. Da müsste ich eigentlich in dem Raum stehen bleiben. Stimmt. Aber das ist. Aber dann merkt man wieder, das ist so ein bisschen Mix Ups, da. aus dem Versuch, aus der Besten. Reichweite ihrer Scanner zu kommen, Faith. So kannst du sie abschütteln. Denn man merkt so ein bisschen Assassin's Creed mit diesem, weil man da ja auch, wenn man einen Attentat begangen hat, schnell weg sein muss.
Oder wenn man von Wachen wegläuft oder auch bei GTA. Also ja, mal Assassin's Creed weiter spielen, ey. Ich weiß, ja. Keine Ahnung. Ich habe diesen Sammeldrang, alle Spiele zu haben. Aber gespielt habe ich nur den ersten Teil. Das ist irgendwie wahnsinnig. Dann beneide ich den letzten, weil die besten kommen jetzt noch. Also die Ezio-Trilogie ist mega. Okay. Ich spiele jetzt immer noch, wenn ich irgendwie Lust habe, nochmal auf so ein, weil die Mechanik mir immer noch Spaß macht. Wenn ich dann nochmal so Bock habe auf Assassin's Creed, auf diesen Assassin-Style, dann hau ich dann nochmal eine Runde raus. Aber ansonsten verfolge ich die Serie auch nicht mehr so intensiv. Ich glaube, wir haben das schon, ich habe das schon öfters mal erwähnt bei Dark Souls. Dark Souls, also mit Haro. Weil bei Dark Souls die so ähnlich sind. Die Mechaniken. Nee, weil Haro ja nicht so mehr begeistert von der Serie ist. Ach so. Nicht da doch noch ein bisschen meine Freude drin habe. Ach, ich mag solche Spiele eigentlich. Ich fand zum Beispiel auch richtig geil, als Titanfall rausgekommen ist, mal einen Shooter zu haben, der diese geilen Elemente hatte von Assassin's Creed mit, wobei das sind eigentlich gar nicht. Es ist so ein bisschen. Man kann jetzt nicht so rumklettern, aber man konnte sich halt ziemlich mobil als Person über die Gebäude bewegen. Ja, aber ich glaube, da das Problem an Titanfall ist, dass belächelt wurde und dass die Vermarktung dahinter nicht so toll lief. Ja, das Spiel an sich war einfach mega geil, aber das haben wir echt wenig gespielt und muss auch ehrlich gesagt sagen. Was gibt's denn? Es hat sich rumgesprochen, dass du wieder zurück bist. Aber ich will über das hier. Wenn du damit deine Schulden bei Dogen bezahlen willst, müssen wir rausfinden, was es ist. Ich habe einen Kontakt in Anchor, der sich mit Gridware auskennt. Ihr Name ist Plastik. Bring ihr das auf. Ihr Name ist Plastik. Ja. Die wohnt auch hier mit uns in der Stadt Glas. Ja. Zu ihr, mal sehen, was dabei rauskommt. Sie hat... Sollen wir nicht lieber unseren Kumpel Metall dazu holen? Was ich sagen wollte, ist, dass ich auch nur durch die Gamescom von Titanfall erfahren habe. Das war so in dem Jahr, wo es präsentiert wurde, war das der letzte Stand, den ich mir mit Kumpel und meiner Freundin angeguckt habe. Das war quasi Sonntag abends, eine Stunde bevor die geschlossen haben, dachten wir, okay, sollen wir da noch rein? Da steht keiner an. Ja, okay, komm, gucken wir uns an. Und dann... Ne, warte, was ist denn da markiert? Time Trail. Ey, los! Geht doch. Und dann haben wir uns das angeguckt und wir waren einfach übelst begeistert davon. Ja. Okay, ich glaube falsch. Hä? Will ich das verarschen? Ja, das ist halt immer diese mehreren Wege, die dann halt verfügbar sind. Hui. Hui. Die zeigt, ich weiß nicht, ob das wie ein Navi ist, der schnellste Weg, wobei bei den, wenn wir davon ausgehen, bei diesen Time-Rennen, also bei diesen Wandern, da ist ja nicht so, ne? Da ist es ja eben nicht so. Wow. Yeah. Crit League. Nice. Wie viel haben wir eigentlich? Gerade gucken. Stimmt ja, hier leveln wir. Das hatte ich ja total vergessen. Nee, doch hier war das. Ey, wir haben nicht mehr wenig, viel, wie auch immer. Wir brauchen nicht mehr viel. Was ist das? Ein Graffiti. Kunst. Echt? Bist du sicher? Witzig. Bist du nur hier, um ein Selbstwertgefühl zu zerstören, oder hast du Lust auf ein bisschen Arbeit? Tut mir leid. Nichts drauf Schieß hast los. Du. Okay. Es heißt, Kruger Arms entwickelt einen neuen Sensorchip für Drohnen und ich denke, wir sollten einen abgreifen. Die Frage ist nur, wo sie sie aufbewahren. Irgendwo bei Kruger Arms vielleicht? Hast du einen Clown gefrühstückt? Also einer der Mitarbeiter dort wollte mir die Infos eigentlich verkaufen, ist jetzt aber wieder abgesprungen. Ich dachte mir, du könntest einfach bei ihm einbrechen und sie stehlen. Klar. Klingt nach einem Plan. Cool. Ich schick dir seine Adresse. Ist quasi um die Ecke. Warum brichst du nicht da ein? Ja, das ist der Techie.
Techies machen keine Einbrüche, wenn die nicht virtuell sind. Also nicht. Nicht in der Realität. Boah, da habe ich links was gesehen. Oh, man hört die ja auch. Ah, so viel Loot. Der Kerl arbeitet ey, ich hab Kruger, aber er hat seinen Job. Er hat Zugang zu allem möglichen und ist davon überzeugt, dass dieser Sensorchip alles verändern könnte. Ich schätze mal, er hat einfach Schiss bekommen, dass man ihn erwischt. Hoffentlich hat er die Infos überhaupt noch bei sich zu Hause. Annehmen. Seine Wohnung liegt im obersten Stock. Für eine Spinne wie dich sollte das eine lockere Kletterpartie sein. Okidoki. Aber ich muss erst den Lüfter abschalten. Irgendwo in der Nähe müsste es ein Bedienfeld geben. Alles klar. Hey ho, let's go. Jetzt mal mit offline probieren. Das war's. Er ist aus. Gut, der Typ wohnt im obersten Stock. Mitarbeiter von Glass. Du wolltest es cool machen. Ja. Und das Spiel ganz will, genau. Willst aber nicht, dass du das cool machst. Oh, da höre ich da was. Ah, da oben wahrscheinlich. Ah, nee. Hallo. Hallo. Okay. Warum springst du nicht an das Rohr? Faith. Hat sie hat heute leider mal keine. Also, sie hat einfach keinen Bock, an der Stange zu tanzen. Ha! 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 Die will kein dickes Rohr zwischen ihren Beinen heute. Vielleicht war das ja auch nicht der Weg. Das sieht nach Weg aus. Denn dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Da hat sich aber unsere Investitionen ins alte Bewährte aber schon bewährt. Ha. Ja. Ja, ja, ja. Aber wo soll er denn sein? Oh Gott. Oh Gott, okay. Wallrun, umdrehen. Kein einfacher Sprung. Ha! Nice. Für mich doch. Ah, du warst hinter der Tasche her. Nice. Da soll ich jetzt runterspringen? Nein. Ich hab doch gesagt, also, nein. Warum machen die denn so eine Öffnung dahin? Ja. Nicht, damit wenn du runterspringst. Wenn das Spiel mir sagt, spring von der Brücke, dann springe ich auch von der Brücke. Oh nein. Abräumen. Ging nicht. Es war genau die Höhe, wo es nicht mehr funktioniert. Hä, wo soll ich denn dann runter? Oder war da ein Rohr, wo ich dran springen muss oder so? Vielleicht sollst du einfach nur ein bisschen smoother. Oder kannst du noch weiter hoch? Vielleicht kannst du ja noch weiter hoch. Okay, kannst du nicht. Aber dann guck mal, dass du versuchst, einfach auf die untere Etage zu landen und nicht. Ha. Ha. Ne, warte hier. Okay. Ich habe das gerade nicht ganz kapiert, dass ich hier. Jetzt geh runter. Immer diese Faith. So, und wie komme ich jetzt aufs Dach? Komm, ich mach das doch an. Tada! Ja. Drück mal nochmal auf den. Nehmen wir mal, ich glaube. Was machst du denn? Ah. Ah. Da gab es nämlich irgendwie einen Knopf, um das kurz mal zu. Anzupingen, oder? Wir hatten einfach die ganze Zeit in die falsche Richtung geguckt. Ich glaube eher das mit der falschen Richtung. Da waren wir doch schon. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wieso will er spielen, dass wir dann. Ah, deshalb. Da kann man hochklettern? Hä? Oh Gott. Ja, anscheinend können wir da hochklettern. Artax. Da können wir hochklettern. Glaub daran. Wenn das Spiel das sagt, dann wird das stimmen. Du musst an die Runner Vision glauben.
Dann wirst du gewinnen. Ich glaube, wir warten das Herz der Karten. Was mache ich denn jetzt? Tja. Hallo, warum kletterst du jetzt nicht hoch? So. Fast geschafft. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht noch viel mehr Kruger-Sack-Heinis gibt, denen nicht gefällt, was sie machen. Natürlich. Andererseits haben die meisten Leute vermutlich das Gefühl, sie hätten keine große Wahl. Das ist aber jetzt auch nicht gerade nett, wenn die einfach die Ventilation ausschaltet. Nee. Stell dir vor, da hat jemand gefurzt. Zum Beispiel. Oder da war jemand auf dem Klo kacken. Also das geht ja mal gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja. Aber ob wir diesen Einbruch auch souverän schaffen werden oder ob das ein Reinfall wird. Sehen Sie nach diesem Werbespot, der da unten auf der Tafel läuft. Tschüss. Ciao.